Ja, hallo liebe Dartsportfreunde, willkommen zu 3 Kalender, ein Türchen, Outdoor Edition. Bei uns hat's schön geschneit, es ist der erste Advent, also was Besonderes, ich schau gleich mal in die Päckchen rein. Adventskalendertürchen? Mal reinschauen? Ja, willst du auch eins auspacken? Okay, dann geht's jetzt ans Auspacken. Oben diesmal D-Puls, darunter McDart und dann Dartsturm. Und ich führe eine kleine Regeländerung ein, die Anregung aus der Community fand ich gut. Nämlich zum einen, keine halben Sterne mehr zu vergeben und mich quasi zu zwingen, entscheiden zu müssen, gebe ich 1, 2 oder 3 Sterne. Heißt also, ich packe die Sachen hintereinander aus und muss mich dann entscheiden, wie ich 1, 2 und 3 Sterne auf die 3 Türchen verteile. Bin ich eine super Idee und so mache ich das jetzt auch. Packerl Nummer 1, also eigentlich Nummer 3. D-Puls ist L-Style, sehe ich hier schon mal. Schafft, und zwar, haha, diesmal in 330er Länge in, was ist das für eine Farbe? Eine, die meiner Freundin zusagt, Aquamarin oder so, glaube ich. Aber grundlegend cool, schon wieder L-Style Qualitätszeug. Und statt der 270er, diesmal eine 330er Länge. Nächstes Packerl. Und das ist McDart. Also auch hier mal reinschauen, was ist da drin? Winmo. Was sonst? Und zwar Los Hermanos Flightos zum Feieros Frohe Weihnachtos. Ja geil, vom Joey Cullen. Meine Fresse, bin ich sentimental. Weg mit der Knisterfolie, ich will die Dinger richtig sehen. Ich glaube, das ist auch immer so ein kleiner McDart-Spezial. Da waren dann immer für jedes Jahr so spezielle Weihnachtsflights drin. Finde ich, ist eine schöne Idee. Sind halt so Flights, die gibt es nicht alle Tage und ich mache sowas tatsächlich ganz gerne auch mal in Bilderrahmen. Ja gut, darum eine schöne Sache, okay. Platz fürs Letzte. Die 3 bei Dartsturm. Inzwischen habe ich ja gelernt, seitlich öffnen. Drehen, gucken, oh. Sorry, ich war gerade zu blöd, hab's fallen lassen. Moment. Ich hab's gleich. Da ist es. Nein. So. Mission. Wenn ich es richtig sehe, Sabershafts. Ja genau, da oben steht sie auf klein drauf. Ah, besser. So, Burli, halt dich doch mal in die Kamera, da kann man das vielleicht auch mal besser sehen. Das sind also 1, 2, 3 Schafterl. Das kannst du auf dem Darten umi machen. Dann drückst du da das Zeigerl hinten drauf und dann kannst du das Gesulz ans Board bringen. Oder kurzum, Mission Saberschafts mag ich. Spiele ich auch ganz gerne. Die sind hinten recht haltbar. Durch die Alu-Caps einfach draufdrücken, kein Stress. Wenn du jetzt nicht L-Style oder Shaft-Moded-Systeme spielst, da finde ich diese kleinen Saber-Schwerterlein eine schöne Sache. In einigen meiner Videos erzähle ich das auch immer ganz oft. Es gibt von Red Dragon die Nitrotech-Schäfte, der quasi Standard der Polycarbonat-Alu-Cap-Schäfte. Die gibt es in wunderschönen Farben, die gibt es natürlich von Spielern, aber die kosten eine Kleinigkeit und die gehen hinten, weil die Alu-Caps so eckig sind, leider sehr schnell immer kaputt. Robin Hood-Magneten. Darum bin ich schon zu den Winmo Vespa übergegangen. Die Schäfte kosten weniger, halten länger. Und noch viel cooler sind tatsächlich die Mission Saberschafts. Da ist das Alu. Also ein Alu-Cap ist es nicht, aber ein Alu-Cap. Hier hinten nochmal leicht geriffelt gestaltet. Und auch wenn mir gerade einer aus der Hand fällt, die sind vor allen Dingen hier, wo die Flights draufkommen, recht dünn auslaufen und leicht angefasst. Es gibt also einen besseren Übergang und nicht so eine harte Kante, wo so ein Point eben sich schön reinbohren und stecken bleiben kann. Oh Mann, und jetzt muss ich mich entscheiden. Okay, aber dann das Zeug einmal kurz in die Übersicht bringen. Okay, 3 Kalender, 3 Türchen, heute ist der erste Advent, darum habe ich hier alles schon mal zusammengefasst. Aber jetzt geht's nochmal an die strenge Bewertung. Für den ersten Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Wenn du den Kanal nicht abonnierst, dann hast was verpennt. Denn das Ganze ist für dich nur einen Klick. Und schau, es gibt Glückseligkeit zurück. Auch Infos zu Darts und allem Kram. Also bitte, hab keine Scham. Jetzt drück den Button und die Glocke. Dann schenke ich dir die Glücksschneeflocke. Und jede Menge 180er natürlich. Und mindestens mal 50% Checkout-Quote. So, jetzt red kein Blödsinn, du willst nur Zeit schinden. Ich muss mich entscheiden. 1, 2 und 3 Sterne. Bei McDart gab es die Joe Cullen Weihnachtsflights. Bei Dartsturm die Mission Saber-Schäfte. Und im Dartspool-Kalender waren 330er L-Style-Schäfte mit Caps mit dabei. Ich sehe mich vornehmlich als Darts-Spieler, weniger als Darts-Sammler. Darum ganz klar 3 Sterne für L-Style.
Hier ist das ein bisschen gemein. McDart, du gemeiner Fuchs. Du weißt, ich mag Joe Cullen. Ich habe sein Shirt, ich habe sein Surround, ich mag seine Spielerdarts. Aber ich kann mit den Flights nicht spielen. Darum muss ich mal die 2 Sterne auf die Mission Saber-Schäfte geben. Darum mache ich es hier kurz. 1 Stern für die nette Idee, kommt in Rahmen. Und da es keine halben Sterne mehr geben soll, werde ich die bereits vergebenen auf einen ganzen aufrunden. Und da lohnt doch jetzt mal ein Blick auf den aktuellen Sternestand. Jetzt guck nicht so. Ich denke, jeder darf sich frei entfalten. Man kann tragen, was man will. Je kacker es aussieht, desto geiler. Außerdem mache ich den Aufwand doch auch nur, weil dir so schnell langweilig wird. Bei McDart habe ich am Tag 1 sofort loslegen können mit einem kompletten Set Brass Darts. Mit Schäften und Flights. An Tag 2 gab es brauchbare Conversion Points. Und heute zum 1. Dezember sowas wie Fan Flights. Also speziell immer um die Weihnachtszeit gemachte Flights von Spielern, wie in diesem Fall Joe Cullen. Ich finde, für 3 Tage ist da schon ein bisschen Varianz drin. Bei Dartsturm musste ich aus Spielersicht jetzt 3 Tage warten, um endlich mal ein Dartset zusammen zu haben. Erst kam die Barrel, dann kamen die Flights, dann kamen die Schäfte. Aber okay, endlich kann ich mal Sachen ausprobieren. Von der Optik verstehe ich nicht ganz, warum sind die jetzt orange-schwarz, wenn doch die Flights rot-schwarz oder silber sind. Da wären jetzt einfache schwarze Schäfte oder schwarz-silberne, denke ich, zumindest mal stimmiger zu diesem Setup. Bei Dartspool ganz klar Spielerkalender, lauter L-Style-Produkte von Tag 1 bis Tag 3, 2 verschiedene Längen Schäfte und Farben sowie schöne Kami-Flights. Ich persönlich sehe mich natürlich nicht als Darts-Einsteiger, sondern als Hobby-Darter, der schon ein bisschen Kram hat. Und da bist du natürlich immer froh, wenn du auch nutzwertige Sachen kriegst, die du sofort irgendwo draufschrauben oder benutzen kannst. Darum derzeit mein Favorite, ganz klar Dartspool. Sonst muss ich gestehen, bin ich aber auch kein E-Darter und habe das auch nicht vor auszuprobieren. Ich freue mich total auf Steel-Dart-Geschichten, da auch gerne mal andere Marken oder überhaupt gar keine Marken, einfach irgendwie mal was anderes, andere Länge, andere Farbe, andere Form, scheißegal. Einfach diverses Zeug auszuprobieren. Und darum sind für mich in so einem Steel-Darts-Kalender Brass-Darts an sich auch ein No-Go. Darum vom Nutz bzw. auch gefühlten Gegenwert haben mir jetzt die Kalender von McDart und Dartsturm noch nicht viel gegeben. Aber wir sind ja auch erst bei Tag 3. Gibt ja noch 21 weitere Türchen. Um voll durchzustarten. Und ein bisschen durchstarten werde ich auch mit diesen Adventskalender-Stories. Wie schon gesagt, das wird ja sonst schnell langweilig. Jeden Tag das Gleiche. Und mir ist auch noch eingefallen, oh, ich muss ja die Woche über noch 40 Stunden arbeiten gehen. Und dann steht bei mir leider auch eine Weisheitszahn-OP an. Das heißt, ich werde hier immer am Wochenende ein bisschen auf die Details eingehen, aber in der Woche jetzt mal ein paar Türchen sammeln. Und ich gehe davon aus, dann ist ja auch ein bisschen Zeug zusammengekommen. Klar, man kann auch mal was ausprobieren, ich kann euch mal was zeigen. Kann dir zum Beispiel den Abo-Button da unten zeigen. Klickt doch mal drauf. Jetzt klick doch, sei doch mal nett. Dankeschön. Das gibt gutes Karma. Wie? Dafür willst du auch was kriegen? Ja gut, sollst du haben. Kann ich schon verstehen. Der Typ sitzt hier auf 3 Darts-Adventskalendern und packt jeden Tag was für sich selber aus. Und was gibt der Olli ab? Na bald ist Nikolaus, oder? Also schmeiß mal deine Darts schön ins Ultraschallbad oder klau Omis Kogedent 3-Phasen-Reiniger. Staub dein Dartsständer ab und stell ihn vor die Tür. Und wenn du das erledigt hast, dann schreibst du hier unten in die Kommentare, ich bin so frei, ich bin dabei. Und mit diesem Satz mache ich eine Nikolaus-Auslosung. Und weil der Nikolaus auf den 6. Dezember fällt, gibt's auch 6 Gewinne. So, und jetzt kommst du. Schreib in die Kommentare, ich bin so frei, ich bin dabei. Und ansonsten gerne noch ein paar nette Worte, die dir so einfallen. Danke fürs Reinschauen. Mir ist leider jetzt langsam viel zu heiß. Das reicht ja jetzt auch mal. Also wirklich, tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh.